Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge bei Kettle und Kopf. Ja, das Beladen klappt hier nicht, warum auch immer. Ich werde mit dem ganzen Gerät jetzt zum Händler fahren und da alles voll machen. Ich kaufe alles komplett neu. Mal schauen, ob wir was drin haben, wo wir nachfüllen können. Das kann ja sein, ne? Aber wie gesagt, ich werde mal sehen, Dünger aufstocken komplett und den Saatgut halt dazu kaufen, ne? Und zwar Weizen. Weil Weizen kriegt es einen besseren Preis, ob das nicht auch so ist, ja, weiß ich nicht, kann möglich sein. Jetzt haben wir, oh jetzt, wir machen mal gleich mal einen kleinen Knick. Ich fahre jetzt mal andere Wege, ne? Also über den Hof, bei unseren Feldern vorbei und dann über die Brücke Richtung Genossenschaft. Den Weg kenne ich, dann muss ich lange suchen, ne? So. So ist er. Ja. Ja, alles voll machen und bereit machen für die Aussaat. Zeitpunkt ungewiss, wahrscheinlich im Frühling. Aber nicht mehr heute, sondern wahrscheinlich zum Schluss vorspulen und dann mal Oktober zum Feld fahren oder gleich weiter bis zum Frühling. Also können recht lange hier schlafen. Ne? Also schlafen heißt ja im Grunde, wir überbrücken eine Zeit, die wir wohl nichts tun können. Ne? Keine Arbeit anfallen würde. Jedenfalls nicht so, wie man sich das vorstellt. Ne? Eine Aussaatzeit, also der Aussaat und die Endzeit haben richtig viel Arbeit. Klar, müsste gegruppert werden, das könnte gefügt werden, weil das hier so vorgesehen ist und immer Sinn macht, ja, zweifel ich mal, ne? Ja, düngermäßig muss man sehen, mehr rein, sagt man so. Ist immer schön, wenn ich so vor Ort Dünger herbringen könnte, ne? Um nicht so weit fahren zu müssen. Ne? Keine Möglichkeit, glaube ich. Da hänge ich über nichts drauf. Ja, vielleicht geht auch Saatgut im Hänger raus, ne? Das kann ja auch sein. Dass wir dann hier mal mit dem Hänger herfahren und dann Saatgut am Hänger umladen und mal. Also irgendwie muss es gehen. Fragt man nicht wie. Gesehen habe, der Bauer Hannes, der hat so sein Saatgut zum Aufbereiten im Prinzip in Big Bags gefüllt. Ne? Kann er ganz gut mit einem Radlader umfüllen und eine Sämaschine. Ne? Auf Feld, also am Feldprinzip. Hänger rauf, das Ding und hingefahren. Fertig ist es. Ja. Gut, steht auch ein Radlader, ne? Also im Prinzip, wenn man anbauen könnte. Also ich muss zur Genossenschaft fahren und da voll war. Ist ja nicht allzu weit, von daher ist das nicht ganz so schlimm. Ja, bei mir ist heute Dienstag. Ja, Dienstag. Genau, sagt er auch mal. Man kann sich aber einiges annehmen, ne? Also das ist ja im Grunde nicht schlecht, ne? Wie gesagt, Redensweisen und andere kann man sich schon annehmen. Also, das ist immer erschreckend, ne? Aber man lernt ja auch nur durch Zuhören, ne? Dazu. Also ich lebe ja in Österreich und der eine oder andere hat hier doch schon oben vorbeigefahren. Dialekt, ne? Aber hier rein, vielleicht doch richtig. Doch richtig hier. Auf jeden Fall. Da wo die Fahnen sind, dann ist der Händler. Ja, doch. Wenn ich anders
anders hierher fahren würde, könnte es sein, dass ich das komplett nicht finden werde. Also, ne, das ist dann nur ungünstig. Von der Formel her. Ich möchte ja das einen überschaubaren Rahmen halten. Ne. Ist ja auch nicht allzu viel los hier. Arbeitsmäßig. So, wir werden mal Dünger einknallen und oder hier Hammer Korn kriegen. Oder Bremse. Den hauen wir rein. Und dann Feststoffdünger. Und den werde ich mal so einstellen. Und zwar. Ja, den rausfinden, muss ich nur sagen, ne? Und zwar hole ich ein bisschen mehr. Also knapp 400 Kilogramm. Weil. Ja, ich sag mal so, damit müssen wir nicht so oft mit Düngerstreuer fahren, ne? Und hier sind auch die Feldwerte. Das ist auch mal wichtig. Feld 1, erstmal kaufen. Siehst du, brauchen wir 10 Ruf beim Hafen. Die haben mittlerweile schon. Das ist gut. Dann haben wir jetzt, was wir im Besitz, Feld 1. Also düngemäßig, Phosphat sieht schlecht aus. Ist halt so. Es könnte sein, dass wir irgendwann mal einen frühen Phosphat nachdüngen werden. Hier sieht das ganz gut aus. Wachstum ist auch gut. Hier auch. Das kann sich aber im Frühling komplett wieder reduzieren. Ne? So, jetzt brauchen wir noch Dings. Ne? Und zwar brauchen wir Saatgut. Jetzt sagt ihr Weizen. Heftig. 5000 möchte ich sagen. 5000! Das ist heftig. Hoffen wir mal, die anderen Werte aus dem Lager rauskriegen könnten. 1500 auf Lager. Viel Geld. 12.000 ist nicht viel. Obwohl, wir haben noch 5000 auf Lager. Wir könnten aber für ein bisschen Geld können wir noch verdienen. Aber wiederum, es ist doch mit Saatgut kommen wir recht weit. Unbedingt wohl. Dünger wird eher was fehlen. Ja, verkalkuliert kann man sagen. Ne? Oh, 2,4. Wahnsinn. Ja, dann geht's zurück zum Hof. Und stellen wir beides in. Stall auf eine Halle. Und dann warten wir bis zum Frühling theoretisch. Theoretisch. Schauen wir kurz nach, wie das am Feld aussieht. Über Menü. Fahren wir gar nicht hin. Und wenn das Saatgut aufgegangen sein sollte, das alte, dann würden wir das näher spätestens dann sehen, wenn wir da bei der Aussaat bei sind. 1000 Kilogramm kosten 2000 Euro. Ja, das ist ja heftig. Wenn ich 1000 Kilogramm verkaufe und wird so viel Geld kriegen für mein Getreide, das wäre nicht schlecht. Aber 12.000 fast im Arsch. Gut, aber ist voll. Muss auch voll sein, ne? Jetzt zurück zum Hof. Ja, Saatgut selber herstellen ist glaube ich hier nicht vorgesehen, ne? Ist im Prinzip ein Reinigungsprozess. Das
man alle diese Körner, die halbiert sein könnten, beschädigt sein könnten, rausfiltern, ne? Dann wird es gebeizt. Gebeizt deswegen, damit ein Ziefer dann nicht frisst. Darum geht's. Ungeziefer wird ja das Getreide fressen. Oh, Glück gehabt. Ja. Deswegen wird es gebeizt. Das ist eine Art Kontaktgift, ne? Also die Pflanze im Prinzip komplett in Gift eingetaucht. Und somit für alles vor allem mager giftig wäre. Ne? Ich glaube, Hühner sterben nicht sofort. Aber man soll die Eier nicht mehr essen. Ne? Ich mache es eine ganze Weile, bis das Gift aus dem Körper der Hühner auch raus ist. Aber Ratten und Mäuse, die sterben alle. Sogar der Wartezucker macht. Gewährt mir die Vorfahrt, wie es gehört. Das wäre bei Alice nicht passiert, da wäre es über den Haufen gefahren. Da ist doch wieder KI-Verkehr aus. KI-Verkehr, was keine Reaktion zeigt, einfach stur fährt, ohne irgendwie zu warten oder mal was Sinnvolles zu machen, auszuweichen zum Beispiel, kann man schon. Jetzt mit dem Links hochfahren. Das hatte ich mal vergessen gehabt. Vor längerer Zeit. Aber man könnte auch gerade ausfahren, wo ich weiß. Aber das möchte ich jetzt nicht probieren. Tja, haben wir eine Aufnahme-Session fertig, ne? Für Kettle und Cops. Ist schön. Aber wie gesagt, ich nehme das nicht so ernst. Ich meine, ich möchte schon zum Freitag den Großteil fertig haben. Ne? Freitag selbst mache ich dann meistens im Arsch. Weil Donnerstag kommt schon eine neue Version. Und Donnerstag kommt eine neue Version. Deswegen mache ich jetzt Turing fertig. Obwohl es auch nicht so tragisch wäre, wenn das die 2.6 wäre. Ne? Das ändert sich nicht viel. Kommt eine neue Position dazu und ja, müsste jetzt nicht sagen, wie hier Fehler in der Karte sind, aber in der Regel macht der Vorbereitung für eine Position, dass die Fläche frei ist. Keine Ahnung, wie so ein Dreck kommt. Ich selber kann die Leistung nicht anschauen. Bei Spätschicht, klar, muss ich arbeiten. Und bei der Frühschicht, ja, bin ich die 20 oder 15. Ich bin da nicht mehr zu gebrauchen, dann bin ich schon ins Bett und schlafe ganz tief. Also oft schon sehr tief. Deswegen ist das für mich Livestream abends, außer dann Nachmittag, ist schlecht. Dann mache ich wieder Schlaf. Aber ist halt so. Kann sich ändern. Schau gerne zu. Aber die Zeit nicht reicht. Dazu sagen, ich habe immer früher oft geschaut, Freitagabend oder so, wenn ich bearbeitet habe, ne? Also als dem Unterhaltung halt, ne? Da habe ich halt zugeschaut. Aber so, wenn ich selber aktiv sein kann, halt spiele ich ganz gerne alleine. Mir ja, wie gesagt, Bilder bearbeiten, Video bearbeiten, das dauert ja auch lange. Da gucke ich ganz gerne zu und Beschäftigung. Und ansonsten halt hat er nicht, ne? So. Aber ausmachen muss ich eben. Ja, dann haben wir noch 6.800 und ein bisschen Reserve im. Ja, Dünger kaufen noch. Wird wieder knapp. So, ich gehe mal ins Haus.
Und ich sage schon mal vorher tschüss, ciao, ciao. Wünsche allen ein schönes Wochenende, da ja heute schon Freitag ist. Ja, ich sag mal, rutscht mal gut rein, ne? Oder beziehungsweise genießt den Feierabend und dann ne, Richtung neuen Tag, Wochenende. Ja, schönen Samstag, schönen Sonntag, falls ich das die nächsten beiden Folgen vergessen sollte, weil ich mal vielleicht nochmal aufnehmen werde, mal sehen. Ja, dann sagt mal tschüss und ciao. Ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Ja, vielleicht sehen wir uns dann morgen Samstag wieder. Ja, wenn ich vorgeschlafen habe bis ja, Frühling kann man sagen, ne? Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.